Wake News Radio, Wake News TV, für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung, Versklavung, Dingen, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, wakenews.net. Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Death to the New World Order! Hallo, hier ist der Detlev von Wake News Radio, Wake News TV. Wir haben ein tolles Sortiment mit Wake News und United We Strike Textilien, Shirts, Kappen, Westen, Bomberjacken, Hosen und Hoodies. Alles in exklusivem Design. Top-Qualität, gute Preise, direkt im Laufteufel-Shop, laufteufel.de, in allen Größen, schwarz und weiß, sehr aufmerksamkeitsstark für alle, die aufwachen wollen. Dank euch fürs Interesse, geht gleich auf laufteufel.de und schaut euch um. Ja, ich grüße euch hier zur ersten November-Sendung hier in diesem Jahr 2015. Haha, klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute ist nämlich der 3. November 2015. Ja, schon wieder mal ein Tag, über den wir im letzten Monat berichtet haben, wo vielleicht was passiert. Haha, keine Ahnung. Aber wenn, wir sind ja hier alle vorbereitet, oder? Auf alles, was da kommt. Okay, ja, prima, dass ihr alle da seid, dass ihr alle zugeschaltet habt. Was wäre eine Live-Sendung ohne euch? Ja, prima. Gut, und natürlich danken wir einmal allen, die uns hier mit übertragen. Wer das alles ist, könnt ihr sehen auf der Seite wakenews.net, wakenews Radio und natürlich auf der Blogseite mywakenews.wordpress.com. Ja, und dass die uns alle gar nicht so mögen, das sieht man auch daran, dass einem unserer Kollegen ja, aus Neuseeland, den Vinnie Eastwood, bei ja, bei YouTube sein Kanal gesperrt wurde. Ja, so schnell kann das kommen. Ne? Mal sehen, vielleicht macht er mit mir eine Sendung, dann können wir das dann hochladen. Ja, auch in diesem Monat natürlich sind wir wieder dabei mit United We Strike. Das auch gleich hier mal zur Erinnerung. Das werden wir nämlich dann machen. Ja, so wie ich das sehe, am 14. November. Ja, wenn wir dann noch alle da sind. Ne? Ja, das weiß man ja nie, gell? Okay, nur, dass ihr das wisst. Ja, und natürlich danke ich auch immer allen Musikern, die uns ihre Musik hier zur Verfügung stellen. Wir hörten hier vom Abgesandten Gottes, Waiting in Paradise. Ja, also vielen Dank dafür. Und wer hier zuhört als Musiker, Band, DJ, kann uns zusenden seine Musik, seine Werke als MP3 am besten. Dann hören wir es uns an und dann spielen wir es auch gern, je nachdem, wie es passt. Ja, okay. Gut, und ihr wisst, ihr könnt natürlich auch mitmachen, das ist wichtig. Ne? Eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakenews.net. Und für alle, die neu eingeschaltet haben, nicht erschrecken. Auf der wakenews.net, Wakenews Radio-Seite gehen immer sofort 2 Player an. Da darf man ruhig einen davon ausschalten oder gerne auch einen anderen Player wählen, wo die Live-Sendung übertragen wird. Die sind alle dort aufgeführt. Gut. Ja, und noch kleine Info zur letzten Sendung. Die ist auch hochgeladen worden von mir am Sonntag. Das heißt, die kann man sich also auch jetzt ansehen, wenn man möchte, auf den verschiedenen Videokanälen bei YouTube und natürlich auch bei wakenews.tv. Mit dem Titel Die Rettung der Schafe. Ja, und wie gesagt, unterstützt uns, dass wir einen ebenso großen, wichtigen Kanal aufbauen können. Denn wir haben immerhin die Möglichkeit, dort dann später auch die Videos von uns zumindest direkt hochzuladen, sodass wir dann nicht abhängig wären von YouTube. Nur solange wir es also nicht brauchen, sparen wir uns den Platz auf dem Server. Und nutzen erstmal ja, andere Server, ne? Systemserver. Okay, also die Rettung der Schafe unbedingt auch nochmal anhören, weil das ist auch wichtig, weil wir brauchen immer neue Ideen und andere Sichtweisen, auch in Bezug auf das, was wir jetzt gerade erleben, hier als Menschen auf dieser Matrix-Ebene, dieser Erde und dieser Welt. Ja, und in gewisser Weise haben wir es damit jetzt im Moment sehr mächtig zu tun, weil das System, das die Matrix aufgebaut hat und weiter aufbauen möchte, uns ordentlich beschäftigt. Ja, und wir brauchen sowieso Unterstützung jeder Hinsicht, also nicht nur, indem man unsere Informationen verbreitet und mit dazu beiträgt, dass die Informationen weit und breit gestreut werden, wobei ich zugebe, dass nicht jeder vielleicht gerne den Detlef hören will, aber das ist ja nicht mein Problem, sondern es ist das Problem der Leute, die sich das anhören, weil wir sind ja nicht kommerziell, wir sind also nicht angewiesen auf Zuhörer als solches, dass wir denen in jedem Moment immer gefallen müssen, sondern wir sprechen so aus hier, ich spreche so aus, wie ich es für richtig halte. Ja, und deshalb sind wir Nutzer gesponsert, wenn man so will, und wer uns da unterstützen möchte, auch mit Schuldgeld, darf das gerne tun, darf auch gerne unsere Textilien tragen mit Wake News oder United We Strike drauf oder Presse. Ja, und darf natürlich auch gerne unsere Sticker bestellen, die helfen, um uns bekannter zu machen, die kann man überall einsetzen. Ja, oder auch DVDs und CDs bestellen von unseren Sendungen, das sind eben alles immer ja, Kostenausgleichszahlungen sozusagen. Das sind ja keine Verkaufsartikel in dem Sinne, es sei denn, man geht zu den Textilien und schaut nach bei laufteufel.de. Das ist ein Internetshop, die verkaufen diese T-Shirts. Ja, müssen auch davon leben. Okay. Ja, also, soweit sind wir. Jetzt kommt ja eine Nachricht nach der anderen, was also jetzt hier die Flüchtlingskrise, wie es gern genannt wird, ausmacht, wobei man uns schon mit diesem Begriff letztendlich Sand in die Augen streut und uns versucht, da was vorzumachen. Und darum geht es nämlich auch heute in der Sendung. Und wer das gerne mitverfolgen möchte, kann das gerne tun unter der Webadresse meines Blogs mywakenews.wordpress.com. Da veröffentliche ich immer entsprechend die kurzen Einleitungen zur jeweiligen aktuellen Sendung. Ja, und der heutige Titel der heutigen Sendung lautet dementsprechend auch die Asylanten-Invasionsarmee, Umsetzung der Euromed-Mittelmeerunion. Ja, und wer das also mitverfolgen möchte, bitte rechte Maustaste auf einen der Links und dann in einem separaten Fenster öffnen, dann kann man es parallel zur Sendung mitverfolgen. Ja, und ich mache immer gerne eine kleine Collage dazu, wie ich es immer erläutere, vor allem für die, die jetzt das Bild nicht vor sich sehen, sondern nur Audio zugeschaltet sind. Nämlich eine pinkfarbene, ja, also dunkelpink, glaube ich. Oder violett schon fast. Ne? Die unterlegt die Asylanten-Invasionsarmee mit einer Abbildung der Landkarte dieser Mittelmeerunion, und die kann man übrigens auch vergrößert öffnen, indem man das auf das Bild klickt, rechte Maustaste in einem separaten Fenster öffnet, dann kann man das einfach ein bisschen besser lesen. Ja, und da ist eine Abbildung, wo links oben steht die neue Mittelmeerunion, ja, wo man also Teile von Europa sieht, dann also in blauen oder gestreiften Flächen die Länder, die zu dieser sogenannten Mittelmeerunion gehören. Ja, und man sieht ganz klar, dass diese Mittelmeerunion also vor allem natürlich rund ums Mittelmeer angereiht ist, also Türkei, Syrien, Jordanien, Libanon, Israel und Palästina und Ägypten und Libyen. Ach, das fehlte ja noch, deshalb sind sie ja vor kurzem da einmarschiert. Und dann Algerien, Tunesien, Marokko, die Westsahara, Mauretanien mit beinhaltet. Und natürlich die möglichen kleineren Ländereien. Das kann man sich da alles anschauen. Und wie gesagt, da unten drunter Umsetzung der Euromed-Mittelmeerunion. Und darunter die Abbildung einiger Protagonisten dieses Matrix-Systems. Links ist der links unten ist der Evelyn de Rothschild, der Magnat aus dem Vereinigten Königreich mit seiner, ja, vor ein paar Jahren angeheirateten Begleitung und dann in der dazwischen den beiden Personenabbildungen natürlich nochmal das Titelblatt, teilweise von The Economist, das übrigens aus dem Januar 2015 stammte, wo uns quasi ein Einblick gewährt wurde seitens dieser paar wenigen, die dominante ist und die Minorität, die ich hier nenne, denn der Economist gehört natürlich genauso zum Rothschild-Komplex wie das meiste andere auch, wo uns dann schon mal so ein wenig erläutert wurde, was alles noch auf uns zutritt und eintrifft hier. Und da hatten wir ja in der letzten Sendung kurz über den 3.11. und 5.11. gesprochen. Gut, wobei man weiß nicht, ob das wirklich tatsächlich die Daten sind, die irgendetwas bedeuten, oder ob es andere Beweggründe hatte für diese Darstellung dieser Zahlen. Ja, und rechts daneben auch nochmal so eine Abbildung von drei Figuren. Einmal den Warren Buffett, auch einer der Puppen dieser Bankster-Familien, den man so mit ein paar Milliarden ausgestattet hat, der so ein paar Sachen für die erledigen muss, immer zwischendurch. Und rechts außen der Bill Gates, auch das ein kleiner Milliardär, der auch im Prinzip nicht viel selbst zu sagen hat, der einfach nur propagieren muss und derzeit sich hier outet als kapitalistischer Sozialist. Ja, auch das gibt's. Und in dem Hintergrund da auch nochmal ein Rothschild-Begründer der Rothschild-Dynastie. Ja, also wie gesagt, das ist also das Titelbild und gleich mal der Schock für alle, die noch nicht aufgewacht sind. Es gibt gar keine Flüchtlinge, in Anführungszeichen, sondern es handelt sich um den Einmarsch einer Invasionsarmee, die im Rahmen der Globalisierung für diese Region vorgesehen ist. Es geht um die Umsetzung der Zusammenfassung von Regionen und der jeweiligen Sklavenbevölkerungen. Ja, und diese sogenannte Mittelmeerunion oder Euromed, wie es getauft wurde, wurde eben übrigens am 13. Juli 2008, also einen Tag vor dem Nationalfeiertag der Franzosen, wo sie den Sturm auf die Bastille feiern, wo damals dann also die Königsfamilie da eingefangen wurde und dann alsbald hingerichtet, der Humanitätsbewegung der Freimaurer, der Französischen Revolution, da also gefeiert wird, also einen Tag vorher. Ja, der wurde ausgerufen von dem kasachischen, jüdischstämmigen Sarkozy, auch mal ein französischer Präsident gewesen, der jetzt auch schon wieder Ambitionen hat, wieder mal werden zu dürfen. So, man nennt die auch kleinen Napoleon, ne, weil er klein ist, und Napoleon war ja auch Freimaurer, hatte immer seine Hand versteckt im Revers, ne, so nach Freimaurer-Manier, und war auch im Auftrag der Rothschilds unterwegs. Und das trifft also alles bei Sarkozy natürlich auch zu und natürlich bei allen anderen auch. Der Hollande François ist auch nicht anders. Der ist auch, hat alle Zollichen, ist auch klein, ja, ist auch so ein bisschen napoleonisch, vielleicht nicht ganz so wie der Sarkozy, aber ist auch, gehört auch der Minderheit an und arbeitet auch für Rothschild und so weiter. Ja, also ist das Gleiche. Also das wurde damals in Barcelona verabschiedet. Nicht als neue Idee, sondern es war natürlich lange vorbereitet und vorgesehen. Ja, und das wird nun, da es noch nicht so richtig zu Potte gekommen ist, vehement umgesetzt unter dem Deckmantel der, in Anführungszeichen, Humanität. Das ist Freimaurerdeutsch, ja, und heißt einfach, alles freimaurerisch gleich machen, ne? Gleich machen, ne? Gut. Also getarnt als Asylanten und Flüchtlinge, damit die Leute vor Ort das Spiel leichter mitspielen. Ne? Man will ja, ne, denen auch sagen, komm, das sind doch nur Flüchtlinge und Asylanten, lass sie doch. Ne? Gut, Und dann nicken alle und sagen, ach so, ja, okay, da müssen wir helfen. Jo, machen wir. Es gibt also nicht nur massenhaft Probleme mit dieser Asylanten-Invasionsarmee, sondern vor allem auch mit den Systemlingen, denen, die die Pläne der neuen Weltordnung umsetzen, die Verfechter der Mittelmeerunion, den Freimaurern, den Humanitätsgangstern, den Handlangern der paar wenigen, die ich die DIMS, die dominante irrsinnige Minorität nenne, und darunter, wie es hier gerade geschieht, wird es bald überall aussehen. Da ist eine Collage von mir zu finden. Auch für die, die das jetzt nicht sehen können, links zwei Abbildungen der bereits auch schon in der letzten Sendung dargestellten Asylinvasion über die grüne Grenze, wo also seitens der bewaffneten Uniformierten irgendwelche Leute da angeblich aus Syrien und Umgebung da in die EU geschleust werden. Und da kommen Zehntausende, täglich vielleicht noch mehr, wir wissen es ja gar nicht ganz genau. Es gibt ja keine richtigen guten Statistiken, das wird ja alles unter Verschluss gehalten. Ja, und dann gibt es noch drei weitere Bilder, die ich da eingefügt habe und auf rotem Grund, nämlich die Invasion in Sumte, nämlich 1000, ja, wer das nicht kennt, der weiß es jetzt aber, ne? Es ist ein kleines Dörfchen, von dem wir nie gehört hätten. Wäre jetzt nicht die Asylanten-Flüchtlingswelle dort angekommen, denn in Sumte werden gerade so circa 1000 Asylanten und Flüchtlinge angesiedelt in einem Dorf, das selbst aber nur 100 Einwohner etwa hat. Und das ist klar deutlich die Umsetzung der Mittelmeerunion. Und darunter gibt es dann also einen Link dazu, den ich gerne auch nochmal hier öffne, dann kann man so ein wenig studieren, was da auch vor Ort geschrieben und gesagt wird. Es gab da bei der noz.de folgenden Artikel, also es gehört irgendwie zur Osnabrücker Zeitung oder sowas. Ja, das ist wohl die Abkürzung. 100 Einwohnerort in Niedersachsen. Leben hier am Arsch der Welt, so zitiere ich die Überschrift, Sumte soll 1000 Flüchtlinge aufnehmen. Das kam am 14.10.2015 und abgebildet ist der Ortsvorsteher Christian Fabel vor dem Ortsschild. Ja. Und er befürchtet, dass 1000 Flüchtlinge für einen Ort wie Sumte mit 100 Einwohnern eine zu hohe Belastung sind. Wie kommt er denn da drauf? Das ist doch eine gute Frage, oder? Und ich zitiere, der abgeschiedene Ort Sumte in Niedersachsen soll 1000 Flüchtlinge aufnehmen. Dabei leben in Sumte etwas mehr als 100 Einwohner, vielleicht noch 5 Kühe und 15 Hühner oder sowas. Ne? Und die Einwohner fordern, dass eine entsprechende Infrastruktur geschaffen wird. Die Einwohner fordern, dass eine entsprechende Infrastruktur geschaffen wird. Für wen? Für noch mehr? Hochhäuser bauen vielleicht. Ne? Also Sumte, in gut 50 Sekunden ist man mit dem Auto durch, wenn man sich ans Tempolimit hält. Auf ihren rund 800 Metern schafft die Hauptstraße gerade 3 Kurven, dann kommen wieder die Äcker und Alleen der flachen Elbmarsch. Im Ort schöne alte Bauernhöfe, ein moosgrüner Plattenbau aus DDR-Zeiten, ein Feuerwehrhaus, eine Bushaltestelle, keine Kneipe, kein Laden, ein Discounter schon gar nicht. Am Ortseingang weiden Pferde, gegenüber steht ein verlassener Bürokomplex. Bis zu 1000 Flüchtlinge sollen dort einziehen. Das Innenministerium hat es auf einer Bürgerversammlung bestätigt, als Notunterkunft für ein Jahr. Und so weiter. Ich will ja da nicht alles vorlesen, nur eins vielleicht. Das Land will 2500 Flüchtlinge pro Woche weiterverteilen. Warte mal, 2500, da, wenn einer einen schnellen Rechner dabei hat, das Land, nur dieses eine Land, gell? 2500 mal, sagen wir mal, 50 oder 52, glaube ich, ne? Sind das 130.000 Leutchen. Oh, doch kein Problem. Haben doch bestimmt da auf dem Land in Sumte noch viel Platz. Könnte man noch ein kleines Türmchen hinsetzen, ne? Plattenbau oder mehr. Ja. Gut, also mehr lese ich jetzt davon mal nicht vor. Also in Sumte, Nähe Lüneburg, werden ca. 1000 in Anführungszeichen Neubürger aus dem Nahen Osten, Afrika, wo auch immer her, angesiedelt. Die 100 Uhr Ansässigen werden damit zur verschwindenden Minderheit. Aber das ist der Plan. Ja, und darunter nochmal eine Abbildung. Der Euromed-Länder mit dem entsprechenden Logo, den man sich natürlich auch da nochmal gerne ja, durchdenken kann. Was ist das für eins? Ja, für Logo. Vielleicht weiß es einer. Kannst dann gerne zusenden, an was es da wohl erinnert. Ja, und da gibt es einen Link dazu, wo das gefunden wurde. Und das will ich auch gerne nochmal öffnen, weil kannst ja auch da nochmal lesen. Das kam bei dw.com. Ja, das ist auch so ein Blättchen, ne? Scheinbar von der Matrix. Ja, und da steht neuer Name, alte Probleme. Und ich zitiere von der Veröffentlichung, die allerdings schon aus 2009 stammt. Aber komisch, habt ihr schon mal was hier irgendwie davon gehört, während dieser sogenannten Flüchtlingskrise in Mittelmeerunion? Seit einem Jahr, so steht's da, arbeitet die Mittelmeerunion von EU-Staaten und Mittelmeereinrainern, die auf Drängen Frankreichs gegründet wurde. Große Unterschiede zum Vorgängermodell Barcelona Process oder Prozess gibt es nicht. Seit fast 14 Jahren bereits, seit November 1995. Ja, das ist schon alles ein bisschen länger her, ne? Arbeiten die Staaten, damals waren es gedanklich vielleicht noch Staaten, heute nicht mehr, Firmen, arbeiten die Staaten der Europäischen Union und die Mittelmeeranrainer sowie die Palästinenserbehörde bei regionalen Projekten zusammen und treffen sich regelmäßig auf Ebene der Außenminister. Das geht also regelmäßig. Die müssten also alle Bescheid wissen, ne? Die wissen auch alle Bescheid. Nach dem Tagungsort der ersten Ministerrunde wurde das Ganze Barcelona-Prozess genannt. Gedacht waren die Projekte und Gesprächsrunden als Ergänzung zum Friedensprozess im Nahen Osten. Der Barcelona-Prozess der EU ist das einzige Gremium, in dem sowohl Israel als auch die arabischen Anrainer vertreten sind. Vor einem Jahr wurde der Barcelona-Prozess dann zur Mittelmeerunion aufgewertet. Ja, den Rest könnt ihr da lesen. Ihr versteht, es dunkelt so, langsam dünkelt, ne? Was das wohl sein mag, ne? Die ja spezielle Sondertruppe, die also die Bildung dieser neuen EU-Bevölkerung genau durchdacht hat, vorbereitet hat vielleicht. Ja, und gut, diese Mittelmeerunion stellt einen wichtigen Baustein für die neue Weltordnung, die NWO, wie es auch abgekürzt wird, dar und wird jetzt auf Biegen und Brechen umgesetzt. Darunter nochmal die Abbildung, die wir schon oben in der Collage gesehen haben, mit dem Link dazu, die Presse.com, auch ein österreichisches Blättchen, glaube ich. Mittelmeerunion, Clubmed für ungleiche Partner. Kann ich auch mal kurz aufmachen. Das ist erschienen in 2008, also zur Gründung. Frankreichs Präsident Sarkozy, so zitiere ich von da, hob sein Prestigeprojekt aus der Taufe, schon damals auf Veranlassung der Bankster-Familie Rothschild, ne, vielleicht, So, ob sich eine echte Partnerschaft entwickelt, wird von der Verwirklichung realer Projekte abhängen. Und die ist jetzt im Moment in einer ziemlich ernsten Phase. Ja, gut. Also die hatten damals vielleicht schon mal der eine oder andere ein wenig Skepsis, ne, weil sie schon wussten, worauf das hinaus lief. Aber die sind ja auch alle nicht mehr da, die mal irgendwas dagegen gesagt haben. Jetzt sind alles nur noch willfährige Leute, und alle, die nicht willfährig sind, sind entweder verschwunden, wurden abgelöst, umgelegt, was auch immer. Ne? Bis mal. Ja, also ungleiche Partner, den letzten Absatz dieser Veröffentlichung. Die Vorstellung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums rund um das Mittelmeer, in dem fast 800 Millionen Menschen die Dynamik und die Entwicklungsmöglichkeiten gemeinsam nutzen, tönt verlockend. Fragt sich nur, für wen? Noch handelt es sich aber um eine Utopie. Das war 2008. Und die Unterschiede sind überdeutlich. Die nördlichen Mittelmeeranrainer verfügen in dieser theoretischen Familie über 38%, die europäischen Staaten ohne Mittelmeerufer sogar über 54% des gemeinschaftlichen Bruttoinlandproduktes. Die südlichen Anrainer dagegen wiegen gerade einmal 8%. Entsprechend sieht es beim Pro-Kopf-Einkommen aus, $26.000, bei den europäischen Mittelmeerstaaten, nur 7.000 bei den südlichen Anrainern, bei denen die Arbeitslosigkeit oft mehr als 20% beträgt und namentlich der Jugend nur die Auswanderung als Perspektive erscheinen lässt. Diesen Fakten setzt der Gipfel zumindest Optimismus entgegen. Und jetzt wisst ihr, worum es geht bei dieser Umvolkung, ne? Um die Reduzierung des Durchschnittseinkommens auf, ja, gerade mal 7.000. Ja? Hier auch im Norden, ne? Statt 26.000. Tolles Geschäft, ne? Wenn man das schafft, ne? Für diejenigen, die das zahlen sollen, ne? Denke ich, ein lukratives Geschäft. Ja, das vielleicht jetzt mal dazu. Ja, und sämtliche anderen irreführenden Argumente für die Ansiedlung dieser Menschenmassen hier in Nordeuropa, wenn man so will, und die gewollte Rassenvermischung sind hohles Gerede, Ablenkung, Beschwichtigen. Also der alte Traum Roms ist gleichzeitig der neue Freimaurertraum der jetzigen Eliten in Anführungszeichen, die sich die Welt untertan machen wollen, da eine Abbildung eben hier von Freimaurer-Bildchen, darunter eine Veröffentlichung kam bei Pravda-TV, können wir auch mal kurz streifen. Ja, das neue Rom, freimaurerische Mittelmeerunion, in Anführungszeichen, beflügelt durch Flüchtlingskrise. Das kam am 31. Oktober 2015. Ja, so zitiere ich von verschwundenen Flüchtlingsausweisen zu verschwundenen Menschen und Merkels egoistischer Zerstörung. Die Massenmigration soll eine Mittelmeerunion voranbringen und Nordafrika sowie Teile des Mittleren Ostens in ein Superimperium integrieren. Aber dieses Imperium ist nicht für euch oder für mich oder für uns gedacht, sondern nur für die, die davon profitieren, die also oben sitzen. Die Erweiterung der EU zu einer größeren Mittelmeerunion ist wegen den Flüchtlingsströmen und den Revolutionen im Zuge des arabischen Frühlings, das waren vielleicht Vorstufen, oder? Wieder in greifbare Nähe gerückt. Ja, und das Unterfangen ist bei weitem nicht nur ein Zeichen, so zitiere ich des Größenwahns Brüsseler Beamter, das sind nur Mitläufer, sondern ein freimaurerisches Traumprojekt, das die wichtigsten Kultstätten der Antike in einem neuen römischen Großreich vereint. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, mit dem Zeus-Tempel in Berlin, ne, haben sie sich ja schon unter den Nagel gerissen, soll ja der Teufelsanbetung dienen, versprach der Türkei vor wenigen Tagen Geld und eine Wiederbelebung der Verhandlungen für einen EU-Beitritt, denn die Türkei gehört auch dazu, ne, also Mittelmeerunion. Außerdem wurde eine Abschaffung der Visa-Einschränkungen in Aussicht gestellt, wodurch die Türkei Teil des Schengen-Raums werden könnte. Der Deutschlandfunk, Matrixmedium, wofür ihr die GEZ zahlen sollt, berichtet aktuell, Mittelmeerunion fordert mehr Geld für Flüchtlingshilfe, damit sie das auch nicht propagieren können. Sollt ihr eben die bezahlen, der GEZ. Ja, und zitiere davon, die Union für den Mittelmeerraum hat in Lissabon einen 10-Punkte-Plan vorgestellt. Darin fordern die Parlamentspräsidenten mehr Mittel für humanitäre, hoppala, das haben wir doch vorhin schon gehört, humanitäre Hilfe und einen Verteilungsschlüssel. Ja, damit es alles einfacher wird und nicht mehr so viele Nachfragen, nicht so viel Aufstand und Widerstand und Zurückweisung und all diesen Pipaps. Und die Welt, Springer, argumentierte 2013, um den Strom der Bootsflüchtlinge zu zähmen, müsse die Mittelmeerregion wieder eins werden, wie in der Antike. Der Wunsch ist eine Neuauflage des römischen Imperiums, diesmal unter Leitung von Israel. Ja, Zionisten, sagen wir mal, ne? So, während der römischen Kaiserzeit, so zitiere ich weiter, dort war der gesamte Mittelmeerraum von der spanischen Provinz Baetica bis zur Provinz Judäa geprägt durch die Institutionen eines einzigen Großreichs. Es herrschte das gleiche Recht, es gab eine gemeinsame Amtssprache und Währung. Das alte Rom verteidigte seine Grenzen mit dem Limes, dem Hadrianswall, dem pontischen Limes an der Ostgrenze der Türkei und mit einer Befestigung in Nordafrika. Dies, so heißt es in der Springer-Presse, war der Schengen-Raum der Antike. Geplante Migrationsflut, was die Dunkelmächte mit uns wirklich vorhaben. Tja. Ja, und so hieß es weiter in der Welt. In Zeiten des Römischen Reiches hieß das Mittelmeer Mare Nostrum. Ja, also unser gemeinsames Meer. Ja, Dimsmeer, könnte man heute sagen. Es war keine Fläche der Lehre, sondern das Medium, das Europa mit Afrika verband. Die um das Meer herum gelagerten Völker trennte etliches, es verband sie aber auch viel, und es war diese Region, aus der Europas Kultur und seine Werte hervorgegangen sind. So stand es in der Welt. Das klingt so weiter hier aus dem Artikel von pravda-tv.com. Das klingt nach freimaurerischer Ideologie. Die Freimaurer zelebrieren einen Mix aus verschiedenen antiken Glaubenssystemen, und die wichtigsten historischen Kultstätten liegen alle in der Mittelmeerzone. Die Trümmer der alten römischen und griechischen Tempel in Italien und Griechenland, die ägyptischen Pyramiden, die Tempel in Israel, diverse islamische Städten sowie die berühmten Logen in Frankreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Und nicht umsonst, so zitiere ich von da weiter, sind heute zahlreiche Parlamentsgebäude und andere Machtzentren in Europa neoklassizistische Tempel im Stile des alten Roms. Tja. Freimaurer, die haben ja überall ihre Spuren hinterlassen, auch die Architektur von Washington D.C., kann man alles da nachlesen. Es gibt auch noch Links zu Videos und weiterführenden Artikeln. Das Freimaurertum, so zitiere ich weiter, bedient sich der Elemente der altgriechischen, altägyptischen, altrömischen Mythen bei quasi christlicher Symbolik in der Tradition der Tempelritter und sogar bei islamischen Mythen. Alle großen Religionen seien in Wirklichkeit Ausprägungen von ein und desselben Kultsystems. Selbst, so steht's da, der Prophet Mohammed hätte angeblich Kenntnis gehabt von der Geheimlehre, der Islam fuße auf den Traditionen des alten heidnischen Arabiens hieß es oder heißt es in dem Standardwerk The Secret Teachings of All Ages. Ja, ich lese das nicht alles vor, weil das ist noch umfangreich. Das könnt ihr alles selber nachlesen. Letztendlich, ja, ja, bestätigt das ja nur das, was wir jetzt hier auch sagen. Ja, und was auch noch interessant ist, darunter der Link von crp-infothek.de. Ja, da steht Politik und Zeitgeschichte, also die Union für das Mittelmeer. Die Mittelmeerunion ist also eine uralte Kiste. Es gibt also 43 Mitglieder, 28 Mitgliedstaaten der EU. Die sind dann blau eingezeichnet da. 15 Mittelmeerländer oder Drittländer, also nicht EU-Staaten, die Anrainer des Mittelmeerraums, die sind dort gelb angezeigt. Und ja, diese MDL sind Monaco, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Albanien, Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Palästinensergebiete, Jordanien, Ägypten, Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien. Jordanien und Mauretanien sind keine Mittelmeeranrainer, sondern an diese angrenzende Staaten. Ja, das Ziel war definiert als Zusammenarbeit zwischen den Ländern nördlich und südlich des Mittelmeerraums zu verstärken und Frieden, ja, Stabilität und Wohlstand im Mittelmeerraum zu fördern. Fragt sie nur, für wen? Ja, also, ne? Da habt ihr das alles. Ja, und die Struktur der Mittelmeerunion, das Projekt der Mittelmeerunion stützt sich auf 3 administrative Säulen. Einmal eine Doppelspitze, jeweils einen EU-Mitgliedstaat und einen Partnerstaat haben den Vorsitz. Ne? Dann zweitens eine gleichberechtigte Verwaltungsorganisation mit hier einem Vertreter der EU und nicht-europäischen Mittelmeerstaaten an der Spitze, ne? Wo die Kohle hin und her geschoben wird. Und dann drittens ein paritätisch besetztes Sekretariat. Hey, das ist alles wunderbar schon am Laufen, würde ich sagen, ne? Oder? Ja, und dass das also auch eine Sache ist, wo die Schweiz irgendwie mit drin steckt, das müsste einem auch klar sein. Denn es gibt hier bei der ezv.admin.ch ja, die Matrix, die Darstellung der Matrix. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Länder und Gebiete, welche untereinander das Euromed-Ursprungsprotokoll bereits anwenden. Ferner wird das Datum genannt, ab welchem diese Kumulierung Anwendung findet. Wie die Matrix interpretiert werden muss, soll an folgendem Beispiel erläutert werden. Das ist so ein Beispiel. Das gehen wir jetzt mal hier einfach mal der Einfachheit halber bekannt. Eine Firma in der Schweiz lässt Herrenhemden in Marokko herstellen. Die zur Herstellung verwendeten Zutaten sind alle EU-Ursprungs. Die fertigen Hemden werden in die Schweiz geliefert, wo sie kontrolliert und in Detailverkaufsverpackungen abgepackt werden. Danach werden sie an eine Firma nach Norwegen verkauft. So geht es also. Löst euch alles vor. Könnt ihr nachlesen. Ne, damit ihr wisst, wie das hier alles funktioniert. Diese Matrix ist schon lange im Gange, ja, wenn man so will. Und darunter nochmal eine Abbildung der letzten Bilderberger Sitzung in der Bergwelt Tirols. Ja, wo die Asylanteninvasion letztendlich bekannt gegeben wurde an die Leute, die es dann vor Ort umsetzen müssen. Ja, übrigens auch da nochmal ein Schlenker gerade hier, das findet ihr bei mir auf der Seite News, wakenews.net News. Ja, nämlich mit folgendem Inhalt, nämlich die Verschwörung der Bankster, die EZB-Verantwortlichen, ja, von der Firma Rothschild, ne, Rothschild, sage ich mal, ja letztendlich engagiert, weil alles ex-Goldman Sachs-Leute oder damit ja irgendwie in Verbindung, trafen Banker der großen anderen kaufmännischen Banken, ja, vor wichtigen Entscheidungen. Das heißt also, es läuft hier nichts zufällig. Es passiert hier nichts zufällig. Es ist alles geplant. Könnt ihr auch nachlesen. Das kam übrigens bei, ich sag's euch, bei der FAZ. Das ist ein Matrixmedium, von Geheimdiensten gesteuert. EZB-Verantwortliche trafen Banker vor wichtigen Entscheidungen. Auch das ist eigentlich vom System nicht so vorgesehen, ne? Aber wird trotzdem gemacht. Man muss ja informiert sein, ne? Wenn der Rothschild irgendwas ändert, dann müsste auch unten im Reihe und Glied alles stimmen, ne? Ja, also wir sind jetzt nach dieser Umsetzungsbefehlsausgabe im Sommer diesen Jahres, anlässlich des Bilderberger Treffens in Telfs-Tirol, jetzt in der konkreten Umsetzung dieser Strategie, dieser Umsetzung der Mittelmeerunion. Dabei belügt man alle die hiesigen Bewohner. Es handele sich um eine humanitäre Angelegenheit, wobei humanitär natürlich das ganze Freimaurerische beinhaltet, und die müssen uns ja eh nicht die Wahrheit sagen. Und die sogenannten Flüchtlinge, in Anführungszeichen, belügt man auch hinsichtlich der Gratishäuser, Autos und dem Schuldgeld, was sie kriegen sollen als Niederlassungsprämien. Denn das ist ganz einfach herausgekommen. Darunter ist eine Abbildung, die ich da auch nochmal zitiere, nämlich von einer Veröffentlichung, die ich hier gefunden habe, die auch schon in anderen Medien kursiert. Und ich muss sie gerade mal eben aufmachen, damit ich das hier, ich habe so viele Sachen offen hier gerade, damit wir das richtig sehen können. Ja, da war nämlich so, die in einer Veröffentlichung aus Dachau, Dachauer Rundschau, um genau zu sein, kam nämlich hier glatt heraus, was. Und das ist ja das Schöne, dass die Leute einfach das aussprechen, ne? Und nichts dabei empfinden, weil für die ist das normal, ne? Hier hat also eine Frau Isabel Sittner in ihrem Büro im Landratsamt Dachau, von wo aus sie alle Aufgaben zum Thema Asyl im Landkreis koordiniert, gesagt: Die Asylbewerber fragen mich oft, wann sie ihr Haus und ein Auto bekommen. Und Isabel Sittner ist Asylkoordinatorin im Landratsamt. Mit der Flüchtlingskrise ist jeden Tag konfrontiert. Für die ist das normal. Der Dachauer Rundschau erzählt die 32-jährige Juristin über die zunehmenden Herausforderungen und die Zukunft der Asylbewerberunterbringung im Landkreis. Und ich habe daneben geschrieben, woher kommen denn diese Ansprüche? Wer hat Ihnen denn das versprochen? Das ist ja nicht nur einer, der das erzählt hat, sondern das sind die überwiegende Zahl möglicherweise. Ja, also so kann man das nachschauen, wo ich das her habe. Und deshalb kommen auch so viele freiwillig, investieren sogar Kohle, um hierher zu kommen. Ne? Investieren 10.000, um nachher ein Haus zu haben, was 100.000 oder mehr kostet. Ne? Oder? Hereingelockt von den EU-Botschaftern, das müsste man natürlich in Anführungszeichen setzen, weil das nicht nur die offiziellen sogenannten politischen Botschafter sind, sondern natürlich alle, die im Auftrag der EU das draußen tun. Da gibt es ja richtige Schlepperbanden, und ja, werden alle von eurem Steuergeld bezahlt, die da draußen diese Leute heranlocken. Und da wird dann gesagt, hey, kommst hierher, kriegst Auto, kriegst Haus, kriegst Geld. Und sonst was. Ne? Den Männern wird dann noch vielleicht versprochen eine blonde Beute. Sagen wir es mal so. Ja. Gut. Ja, also deshalb kommen so viele freiwillig hereingelockt. Eben von diesen Aussichten. Von den Leuten, die diese Umvolkung propagieren und umsetzen sollen. Darunter Abbildung, das Spiel mit dem Feuer. Ja, es ist ein Spiel mit dem Feuer, weiß man doch auch in den oberen Etagen der Freimaurerlogen, die Armee der Bankster und Rothschilds, dass die Bevölkerung das vielleicht so einfach nicht mitmachen wollen oder werden. Gewalt, Auseinandersetzungen, Umsturz stehen im Raum, wenn die Parteien jeweils merken, dass sie hereingelegt wurden. Das Wetter wird jetzt frostig, das haben wir schon diskutiert, die Gemüter heißblütig. Eine Sprengstoffmischung, in der auch viele Freimaurer, Systemlinge leichtfertig ihr Leben riskieren. Geht es jedenfalls so weiter, dass die Parteien so offensichtlich gegeneinander ausgespielt werden, wie in diesem Fall, ja, hier, der da unten drunter geschildert ist, nämlich verarmte, obdachlos gewordene, einkommenslos gewordene italienische Menschen, die in Zeltstädte ziehen müssen, währenddessen für Asylanten und Flüchtlinge gleich daneben modern eingerichtete warme Häuser gebaut werden und sämtliche Kosten getragen werden. Ja, und das ist ein Video, was ich da auch verlinkt habe, hier zu wakenews.tv. Das könnt ihr euch anschauen. Das ist schon erschütternd, was die Leute da von sich geben und sagen. Ja, und dann wird es bald überall enorm krachen. Hoffentlich wird es dabei vor allem dann die Verursacher und Kollaborateure treffen, kann man eigentlich nur sagen, weil weder wir noch wirklich die Flüchtlinge, gut, die haben vielleicht schon noch mehr Anteil daran, weil die einfach blauäugig hier hinkommen und denken, das würde so einfach sein. Das ist natürlich auch naiv, das zu glauben. Aber die Verursacher und Kollaborateure sitzen ja woanders. Ne? Die sitzen in den obersten Etagen, in den Freimaurerlogen, in den Parteien, in den Ämtern und Behörden, in Anführungszeichen. Die sind auch bei den bewaffneten Uniformierten und beim Militär zu finden. Nicht alle, aber zumindest in den oberen Etagen. Und in all denen, die von dieser sogenannten Flüchtlingskrise profitieren, oder? Ja, und es gibt vielfältige Infos, auch hier Videos mit Berichten von Menschen, die also betroffen sind, zum Beispiel aus Österreich, ein Spielfeld, da direkt an der Grenze, wo die Massen da reinkommen, die also gesagt haben, das ist einfach furchtbar. Und es können gar keine Kriegsflüchtlinge sein, wie es behauptet wird, weil die schmeißen alles weg. Gesponserte Klamotten, die gut sind, Nahrungsmittel, wird alles weggeschmissen, liegt alles überall verstreut herum, brauchen die alles gar nicht. Die sind nur scharf auf das, was ihnen vor Augen schwebt, ein eigenes Haus, ein eigenes Auto, jede Menge Schuldgeld und vielleicht haben die einen oder anderen, vor allem im männlichen Bereich, eben die Aufgabe, hier eine Umvolkung herbeizuführen, vielleicht auch mit Gewalt, mit der Aussicht auf blonde Beute, wer weiß. Ja, und darüber und vieles mehr wollte ich heute mit euch in der Sendung diskutieren. Also ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen reinsenden unter radio@wakenews.net und da ist jede Menge schon da, oder? Jo, und das gehen wir jetzt mal so Stück für Stück durch, auch in der zweiten Stunde natürlich, da werden wir uns auch damit beschäftigen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir müssen erkennen. Und das kann man jetzt auch den Gutmenschen alles dann ein wenig erläutern, dass man eben diese Bäumchen so zusammensetzt, dass man den Wald sieht oder dass der Wald entsteht und dann, wenn also diese Informationen über diese Mittelmeerunion auch vielleicht ein bisschen mehr in die Köpfe der Gutmenschen hineinkommt, dass sie dann verstehen, dass es da vielleicht Zusammenhänge gibt und auch zwischen den verschiedenen Kriegsaktivitäten, die da unten vor Ort stattfinden. Und ob Russland da wirklich außen vor ist, sei dahingestellt, würde ich mal sagen, wenn die das zu unseren Gunsten anders darstellen wollten, hätten sie es längst getan. Ja. Das Bombardieren ist nicht unbedingt jetzt an bestimmten Punkten und das nur in Syrien bringt ja auch nichts. Ne? Das bringt nur taktische Vorteile für Russland vielleicht, das russische Regime. Ne? Denn die Menschen in Russland haben ja auch nichts davon. Ne? Das ist ja immer nur ein Machtspiel derjenigen, die gerade an der Macht sind, oder? Ja, weiß ich nicht, wie ihr das seht. Okay, also ihr könnt uns hier reinsenden, radio.wakenews.net. Ja, also es ist schon gewaltig, was da also auf uns zukommt. Hier kam eine Zuschrift bei geistigewelt.tv, Spiritualität, Flüchtlingskrise, wohin mit der Angst? Gab es hier eine Veröffentlichung. Derzeit schwappt eine Welle von Angstenergie über Deutschland und weite Teile Europas, ausgelöst durch die nicht enden wollenden Flüchtlingsströme. Ein äußeres Ereignis weckt in unserem Inneren das negative Gefühl der Angst. Ein Gefühl, das wir so schnell wie möglich wieder loswerden wollen. Aber wie sollten wir das anstellen? Die Standardlösung besteht darin, so zitiere ich von der Zuschrift, die Situation im Außen zu verändern. Wenn der Auslöser der Angst verschwindet, verschwindet auch wieder die damit verbundene Angst. Dann wäre wieder alles gut, oder? Mehr will ich davon jetzt nicht vorlesen, das könnt ihr nachlesen. Ja, aber darüber sprechen wir ja auch in unseren Sendungen häufig. Was können wir tun? Angst ist sicher richtig hier dargestellt, ist keine Lösung, ist keine sinnvolle Sache, die wir haben sollten, sondern wir müssen damit umgehen und der Gefahr ins Auge sehen und versuchen, das Ding abzuwenden. Wie geht das? Ist ganz einfach, indem wir Nein sagen. wir müssen nur alle Nein sagen. Und das ist natürlich so deutlich, dass es also alle mitkriegen. Sobald du anfängst, ja, aber dem armen Flüchtling geht's doch so schlecht und den nehmen wir auf in unseren Haushalt, dann hast du es nicht verstanden. Dann ist dir das nicht klar. Dann wirst du das Problem nicht lösen. Hast du dann Probleme sogar schon im Haus, ne? Sozusagen. Ja, das ist der einzige Weg, ne? Vor allen Dingen auch diese EU abschaffen, also diese politische EU. Das ist also eine absolute Katastrophe. Raus aus diesen globalen Institutionen. Ja, das ist der einzige Weg. Zurück zur Nationalidentität auf jeden Fall mal, weil das ist ein wichtiger Schritt, da kann man sich zumindest nach außen hin erstmal abgrenzen. Aber das geht eben nicht so ganz einfach, indem man sagt, so jetzt mache ich eine Versammlung hier und sagt, das ist jetzt so, ne? Und dann sitzen dann 15 Männchen oder so. Sondern das muss ein Ruck durch die ganze Bevölkerung gehen. Und der ist im Moment nicht so absehbar. Ne? Der ist nicht so absehbar. Erst vielleicht, wenn es eine solche Krise gibt, dass alle im Mark getroffen werden, also im Innersten, dass die eigene Existenz dahin schwindet. Aber solange es noch so und so viel Prozent Gutmenschen gibt, die dann auch noch das Sagen haben, wird das nicht einfach, Leute. Also, im Prinzip ist die Lösung einfach, aber die operationale Umsetzung dürfte das Problem sein, weil die meisten Menschen es einfach gar nicht erfassen, um was geht. Deshalb versuchen wir die Aufklärung und stellen Bauteile zur Verfügung, wo man versuchen kann, seine Argumentationen entsprechend aufzubauen, auch durch eigene Erkenntnis. Und das mit dieser Mittelmeerunion habe ich früher auch unterschätzt. Ich habe immer gedacht, ja, das geht wirklich nur um die Anrainer, ja, dass die sich da irgendwie zusammen gegen die nördlichen Europäer zusammenschließen wollten. Aber nein, das geht ja viel tiefer, das muss man immer wissen. Es geht immer viel tiefer. Es geht immer dahin, dass die neue Weltordnung letztendlich aus der ganzen Welt bestehen soll. Und egal aus welchem Land das kommt, Sarkozy hin oder her oder Frankreich hin oder her, das ist völlig egal. Überall herrschen die gleichen Mächtigen. Auch in Russland herrschen die gleichen Mächtigen, weil die Nationalbank der Russen ist genauso in deren Hand, wie vermutlich die meisten anderen auch. Und da, wo es noch nicht der Fall ist, da werden gerade die Länder und deren Regierungen destabilisiert. Aber das ist ja nicht... Damit hört ja nicht damit auf, dass man dann die sogenannte Nationalbank hat, sondern es müssen dann auch alle anderen Strukturen aufgeweicht werden. Die Bevölkerung muss destabilisiert werden, dass sie auch nachgibt und den Zielen dann letztendlich am besten am Boden liegend, ja, mit der Knarre am Kopf nickt und sagt, ja, bitte versklav mich. Ja, und dann und so weiter. Aber das wissen wir, das ist der Plan. Der Aufbau der neuen Weltordnung, einer unvorstellbaren, grausamen Diktatur, die man sich überhaupt noch gar nicht vorstellen kann. Da ist das Leben, was wir derzeit haben, das Zuckerschlecken schlechthin. Ja, hier steht, der Kampf hat begonnen, Widerstand in Deutschland, Ziele und Wege, vernetzt euch, das kam bei nachgerichtet.is und so weiter. Ich gebe euch die Links da rein. Ja, aber das ist richtig. Wir müssen zusammenarbeiten, aber wir müssen höllisch aufpassen, das Jahr friedlich zu machen, denn darauf warten sie nur, dass wir da irgendwie gewalttätig werden. Es wird auch falsche Flagge-Attentate demnächst geben, die vielleicht auch noch dafür sorgen sollen, euch in die Kampflaune, auch in Gewaltlaune zu bringen. Da müssen wir uns sehr hüten, davon müssen wir sehr, sehr zurückgehalten sein, sehr überdacht und bedacht sein, was wir tun, denn die Gewaltspirale wollen wir ja nicht, weil dazu sind wir einfach nicht ausgerüstet. Ja, es gibt die Möglichkeit, gibt's gar nicht, nicht? Also wenn es mal hochkommt, hat einer irgendwo eine Kalaschnikow im Keller. Ja? Hier bei einem haben sie vor kurzem, habe ich mal irgendwo in einem Video gesehen, das ist auch schon ein paar Jahre her, mal so einen alten Panzer aus der Tiefgarage gezogen, aber das war ein Weltkrieg 2 Panzer. Der hatte schon keine Ketten mehr. Es war nur so ein Sammlerstück. Also die Bevölkerung ist nicht bewaffnet. Das ist das Problem. Anders als in den USA, wo die Bevölkerung, die ist ja dort überwiegend bewaffnet. Unabhängig davon, ob es illegale Bewaffnungen gibt hier in Europa oder so, dass einige da vielleicht Waffen haben, die sie nicht angeben und so weiter. Mag ja alles sein. Aber die gefährlichen Waffen, die Massentötungsmittel haben die in der Hand. Du weißt, wenn du ein Handy hast, ja, oder in der Schweiz heißt es ein Natel, dann können sie dich orten, wo du bist, ob du es anhast oder nicht. Und dann können sie da genau dorthin, können sie eine Drohne schicken oder was auch immer schicken, Rakete oder sonst was. Oder einen Trupp bewaffneter Uniformierte, wenn sie das wollen. Bei dem einen oder anderen stimmt es dann mal nicht, da hat er das Handy irgendwo liegen lassen, geht mal ein anderes Objekt in die Luft, aber in der Regel nutzt man die Dinger, ja, hat man sie bei sich und also insofern, deswegen kontrollieren sie uns ja auch. Die wollen genau wissen, wo jeder Einzelne ist, damit sie eben da in dem Fall sofort den Garaus machen können. Das müssen wir aber auch wissen, ne? Gut, und wie es weitergeht und eure Zuschriften und weitere Informationen werden wir dann gleich in der zweiten Stunde ordentlich durchgehen. Da ist noch eine Menge da und ihr könnt auch noch weiteres einsehen unter radio.wakenews.net. Ja, und nochmal der Hinweis, auch wir brauchen Unterstützung, dann können wir auch weiter solche Informationen aufbereiten und noch mehr machen, was wir auch gerne tun wollen, aber wir brauchen auch eure Unterstützung und wie das geht, könnt ihr eigentlich überall sehen. Ja, wir gehen jetzt mal in die kurze Pause und werden jetzt von Michael Ziegler hören The Right Way. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder in der zweiten Stunde mit Hochspann. Bis gleich. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. UIC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, wir sind zurück hier aus unserer kleinen musikalischen Pause, die wir uns immer gönnen zwischen den beiden Stunden in der Live-Sendung. Ja, und wir sind hier zurück in der Live-Sendung vom 3. November 2015, zweite Stunde. Und wir haben ein wichtiges Thema, denn es muss einem klar sein, dass das, was uns erzählt wird über die kontrollierten Propaganda-Matrix-Medien, natürlich nicht stimmen kann. Denn die Invasion von Flüchtlingen, Asylanten, in Anführungszeichen, ist nichts anderes als die Asylanten-Invasionsarmee der Umsetzung der Euromed-Mittelmeer-Union. Ja, und was es damit auf sich hat, habe ich schon in der ersten Stunde recht ausgiebig dargelegt, mit natürlich weiterführenden Informationen, die man auf jeden Fall auch studieren sollte. Es muss klar sein, dass alles hier, was hier passiert, kein Zufall ist, sondern alles geplant und eingelenkt und eingeleitet und das in jahrhundertelanger Vorbereitung. Und deswegen, ja, nutzt es nichts, hier sich zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber was unternehmen, sondern man muss sich genau überlegen, was man tut. Und die haben ja immer jahrhundertelang Vorsprung, weil die ja auch generationsübergreifend in ihrer Umsetzung denken und handeln. Ja, und das, was wir jetzt erleben in dieser Asylanteninvasion, ist letztendlich der Befehl, der vergeben wurde auf der letzten Bilderberger-Sitzung im Sommer diesen Jahres in Telfs, Tirol, an die Leute, die es umsetzen sollen, jetzt hier diese Flüchtlingsarmeen ganz Nordeuropa überfluten zu lassen. Aber das bleibt nicht nur in Europa, das ist natürlich überall dort, wo sie also diese Änderung herbeiführen wollen, der Fall. Und dazu gab es auch eine Information, die ich auch kurz hier noch erwähnen möchte. Das ist auch in den USA, das kann man immer lesen bei wakenews.net, auch eine Umvolkung ja gibt, schon seit langer Zeit natürlich, aber im Moment, letzte Zahlen sagen, die Einwanderungs- und Flüchtlingsinvasion auch in den USA ist permanent ansteigend. Inzwischen kommen 1/3 dieser neuen Bürger, in Anführungszeichen, aus Afrika. Das war eine Veröffentlichung, die wir hier gefunden haben bei Pew Research Center im Englischen. Ja. Ich muss wieder niesen, es fängt wieder an hier. Entschuldigung, aber das muss raus. Ne? Ja, bei so einem Thema, ne? Oder? Ja, danke für die Gesundheitswünsche, die können wir brauchen. Okay, ja, und da sind wir gleich beim ersten Punkt, wo ich da gerade genießt habe. Wir müssen uns vorbereiten, Vorsorge treffen, dass wir gesund bleiben, dass wir genügend Vorräte und Materialien haben, die wir brauchen in diesem Kampf, in dem wir uns schon befinden, und vorbereiten, vor allen Dingen auf diese Situation, dass wir eben nicht raus können, dass wir nichts einkaufen können, dass wir uns nichts besorgen können. Das kann morgen passieren, es kann aber auch noch eine Weile dauern, bis es soweit ist. Aber nichtsdestotrotz sollte man immer bereit sein und sich vorsehen, auch wenn man in Städten wohnt, überlegen, wie kommt man da raus oder wie kann man dort dann überleben. Das nochmal ein Hinweis hier gleich zu Anfang der zweiten Stunde, damit das nicht in Vergessenheit gerät nachher. Ja, und wenn diese Leute wirklich humanitäre Gedanken so interpretieren würden, dass sie Armen helfen wollten, dann muss man sich fragen, warum hier eine Veröffentlichung zu finden war, dass also 100.000 britische Kinder vermutlich obdachlos sein werden zu Weihnachten, diesen Weihnachten. Ja, und das kam mir bei Before It's News und da gab es dann aber auch noch eine Ursprungsveröffentlichung die bei RT.com kam. Auch das ist doch eine interessante Information. Ne? Warum hilft man, wenn man doch so menschlich sein möchte, was ja humanitär gar nicht bedeutet, aber es wird irrtümlich damit in Verbindung gebracht. Wenn man das doch wäre, menschlich, dann würde man doch erstmal die Not vor Ort direkt lindern wollen. Und wir fragen uns ja, woher nehmen die diese ganzen Mittel? Wie können die hier jedem Flüchtling 30, 40 Euro zahlen pro Tag? Wie können sie hier was aufbauen, da was neu machen? Das muss doch irgendwo herkommen. Woher haben die Gemeinden, Kommunen, Städte, Landkreise, Länder, was weiß ich, alle gesagt, sie haben keine Kohle. Woher kommt das? Ist ja nicht gerade mal so eben vom Himmel gefallen, ne? Oder es ist doch nicht gerade mal durch neue Steuereinnahmen gerade reingeflossen, ne? Oder? Ja, das ist alles das, wo dieses Schuldgeld entsteht, muss man der Quelle nachgehen. Es muss also einen geben oder eine Interessengruppe, die das möchte, die diese Mittel zur Verfügung stellen kann. Und da das ja nicht nur in einer Region stattfindet oder in einem sogenannten Land oder Nation, was ja auch eine Firma ist, sondern flächendeckend in verschiedenen, in der ganzen EU und noch weiter darüber hinaus, muss man also davon ausgehen, dass es eine globale Strategie dazu gibt. Und wie ich es vorhin erwähnte in der ersten Stunde, es geht um die Umsetzung der Euro-Mittelmeerunion, um die neue Weltordnung voranzubringen. Also kann man sagen, die Bankster-Familien stecken dahinter, wobei es natürlich auch Familien gibt dabei, die nicht so bekannt sind, die aber trotzdem dazugehören. Ne? Vielleicht sogar noch wichtiger sind als Rothschild und Co. Ja, das ist es. Und auch nochmal zwischendurch eine kurze Information hier zu dem russischen Flugzeug, was da abgestürzt ist. Darin ging ja auch die Gerüchteküche weiter rum. Das ist auch richtig. Man muss immer vorsichtig sein, was da... die erste Meldung ist meist nicht richtig und... aber es wurde jetzt hier eine Veröffentlichung gebracht, die kam bei Sputnik. Dass es also so ist, dass ein US-Satellit einen Blitzeinschlag oder einen grellen Blitz entdeckt hat, als in dem Moment, als das russische Flugzeug abgestürzt ist über der Sinai-Halbinsel. Ja, und das, das sagt natürlich jetzt auch noch nicht endgültig aus, ob es dieser Blitz war, der es verursacht hat, oder ob dieser Blitz eine Folge des Absturzes war. Also das ist noch nicht ganz klar herausgekommen. Es wird ja auch davon gesprochen, auf jeden Fall, dass das Flugzeug in der Luft auseinandergebrochen ist. Also wird vermutet, dass es vielleicht eine Bombe an Bord gab oder sonst irgendwas. Also wir werden sicher da in der nächsten Zeit noch einiges dazu in Erfahrung bringen. Auch eine andere Information hier noch bei mmnews.de, was da kam. Angeblich ist das eine Information, die die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, wissen ja, da gehört die Schweiz auch dazu. Ach, die sind doch. Ja, da gab es ja auch vor kurzem hier dieses Treffen hier in der Schweiz, in Basel. Das ist also auch eine neue Weltordnungsorganisation, aber immerhin, die haben jetzt hier behauptet, die Terrormiliz Islamischer Staat, CIA, ISIS wollte ich sagen, bietet angeblich 100.000 Euro für die Entwaffnung von Polizisten und Soldaten. Ein Kopfgeld für die bewaffneten Uniformierten. Das berichtet ursprünglich die Kronenzeitung, ein österreichisches Blättchen. Also kann man vermuten, dass da irgend so ein falsche Flagge-Attentat vielleicht geschieht, um die Wut der Bevölkerung und auch der eigenen Leute anzustacheln. Wenn man will. Das Chaos auf allen Ebenen. Glaubt nicht, dass die, solange sie nützlich sind, die eigenen Amts- und Behörden Fuzis, aber die sind auch auf der Abschussliste. Die braucht man ja auch alle nicht. Das sind ja alles Mitwisser. Alles Mitwisser verschiedenster Ebenen. Ne? Die einen sagen, ach, davon will ich nichts wissen und kriegen es aber trotzdem mit. Die anderen wissen es, ne? Und sagen, oh, hoffentlich überlebe ich das. Ne? Und halten sich dann hier so, ich zeige das nach einem Bild, freimaurerisch mit der Hand hier so an den Hals. Ne? Da weiß man dann, das ist so ein Freimaurerzeichen. Deswegen zeige ich euch das. hier auch ein Bild, wo es da heißt, mir steht das halt, das Wasser bis zum Hals. Da kann man ja mal schauen, wenn da solche Leutchen da in der Politiker- und Regierungsebenen solche Zeichen machen, dann heißt es, ups, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ne? Hilf mir. Ja, das gibt's häufig. Ne? Schaut's mal an. Ja, also das war auch noch so eine Information, die vielleicht ganz interessant ist. Ja, und dann auch noch was vielleicht Interessantes aus dem Vatikan. Dort sind offenbar Whistleblowers, das heißt Leute, die aus dem inneren Kreis dort irgendetwas preisgeben wollen. Auf der Abschlussliste wurden schon wieder zwei oben stehende Vatikanbeamte festgenommen, die hier irgendetwas bekannt geben wollten, vor allen Dingen über irgendwelche geheimen Bücher, die also unter Verschluss stehen, die da also irgendwie darüber sprechen wollten. Ja, also hier ein Monsignor Lucio Angel Vallejo Balda, ein Mitglied der Kurie, der katholischen Kirchenregierung, Zentralregierung, ja. Ja, der soll da wohl festgenommen worden sein, und Shaki, eine Frau, die also auch Nacktfotos von sich hier hergestellt haben soll und irgendwelche Anti-Vatikan-Kommentierungen auf Sozialmedien gepostet hat und so weiter. Ja, also da ist man offenbar sehr vorsichtig mit solchen Leuten, dass da nichts rauskommt, was die vorhaben. Die Bevölkerung könnte ja wach werden. Sogar die Katholiken könnten wach werden, was da vielleicht noch so alles auf uns zukommt. Ja, okay. So, jetzt gucke ich mal durch. Es gab irgendwo hier einen Hinweis, dass ich irgendwie einen Aufruf machen sollte. Gerichtstermin. 12.11. Also, schauen wir mal. Ja, also hier gibt es wohl irgendeinen Gerichtstermin. Da muss ich mal schauen, ob ich das hier vorlesen kann. Das ist nicht so ganz deutlich. Wegen eines Strafverfahrens. Am Donnerstag, den 12.11.2015, 10.10 Uhr, am Stevekingplatz 3, sogenanntes Strafjustizgebäude, im Sitzungssaal 279, erster Stock, vom Amtsgericht Hamburg, eben Sievekingsplatz 3 in 20355 Hamburg, sucht also hier Prozessbeobachter. Ich werde da mal sehen, ob ich das bekannt geben darf. Ich nehme es mal an. Ne? Da ist also jemand, der einen Herrn Weide, jemand sucht, der ihn zu diesem Gerichtstermin dieser Frau, die da vorgeladen ist, fahren kann. Und der hat eine Telefonnummer 040 655 08 16. Ich gebe das später nochmal rein. Ja, gut. Ja, so ist das halt. Ne? Also ist immer gut, wenn man so auch Leute hat, die da mal das alles mitkriegen, weil dann werden die so ein bisschen unsicher. Ne? Oder wenn da also auch andere Leute da daneben sitzen, dann können sie nicht so agieren, wie sie es am liebsten würden. Ja. Ja. So, hier, so gehen also die Polizeiführungen mit Asylantenkriminalität um. Bei uns in suriet.at kam da was. Die dürfen also nichts darüber sagen. Und wenn, dann werden die nicht verfolgt. Ich gebe euch den Link später rein. Auch das haben wir schon häufiger berichtet. Ja, dann gab es sogar hier eine Veröffentlichung von der Landesregierung Baden-Württemberg, auch eine Firma, von der Gisela Erler, die also da grünen Staatsrätin ist. Grüne ist immer schon, ne? In der rot-grünen baden-württembergischen Regierungszentrale hat auf Steuerzahlerkosten einen Leitfaden für den Umgang mit Flüchtlingen in Anführungszeichen rausgegeben. Darin ruft die staatsbedienstete Grüne So zitiere ich von da, zum zivilen Ungehorsam gegen die eigene Landesregierung auf und erntet für den Aktionismus mehr als nur Unverständnis. Ja, wo sie dann auch noch Tipps gibt, wie man das umgehen kann. Auch das hatte ich, glaube ich, schon mal veröffentlicht bei News. Okay, auch das. Interessant. Jetzt schauen wir mal weiter, was noch reinkam hier von euch. Da ist nämlich sehr viel. Dann kam noch was zu dem Absturz der russischen Maschine in Ägypten über der Sinai-Halbinsel. Offenbar zeigt die Verletzung der Passagiere darauf hin, dass es sich um eine Explosion an Bord handeln müsste, wie ein ägyptischer Forensiker mitteilte, der an der Untersuchung der Leichen teilgenommen hatte. Das kam bei sputniknews.de. Kann ich euch später auch nochmal reingeben. Ja, dann hier gibt es auch wieder Zoff in Kleinborstel. Jugendliche wollen gegen Baustopp demonstrieren. Der Zoff um die geplante Flüchtlingsunterkunft in Kleinborstel geht weiter. Eine Gruppe Jugendlicher aus dem Stadtteil will am Sonnabend gegen den letzte Woche verhängten Baustopp demonstrieren. Im Vorfeld attackierten sie bereits die Anwohner, die gegen die Unterkunft geklagt hatten. Also hier sind die, das kam bei mopo.de, gebe ich euch später rein, die also aufgehetzt sind, eben als Gutmensch, mit gutmenschlichem Einfluss, eben die Transparenz nicht haben, um was es da eigentlich wirklich geht. Ja, es ist schade, dass eben die Menschen sich nicht umfangreich informieren, sondern einseitig eben nur Matrixmedien frönen, beziehungsweise eben sich vielleicht sogar dafür bezahlen lassen. Soll es ja auch geben. So, hier gibt es noch was. NASA-Studie, Eismasse der Antarktis wächst. Ja, die Eismasse der Antarktis schrumpft nicht, so wie es uns ja hier verkauft wird, überall. Und ne, Klimaerwärmung, weil du zu viel CO2 ausatmest oder so. Sondern sie wird laut einer neuen Studie der NASA größer. Ja, oh, das passt ja aber gar nicht in die Propaganda vom Bill Gates und Konsorten. Ne? So, das kam bei schweizmagazin.ch, das könnt ihr da auch gerne später nachlesen. Hier kam was, richtiger Terrorismus, wie eine Nation der ersten Welt schnell im Chaos versinken kann. Das kam, muss ich mal gerade sehen, wo das herkommt, das kam bei postkollaps.blogspot.de unter dem Titel richtiger Terrorismus. Zitiere, es gibt eigentlich keinen richtigen Terrorismus, bei dem gut organisierte und finanzierte Gruppen, beispielsweise Deutschland als Nation, richtig schaden wollen. Selbst die Linken kriegen es gerade mal hin, ein paar Sandsackdämme oder also Sandsackdämme nach einem Hochwasser zu beschädigen. Gäbe es aber diesen Terrorismus von Terroristen, die Terror machen wollen, sähe dieser wahrscheinlich folgendermaßen aus. Terrorismus unterscheidet sich beispielsweise vom Widerstands- und Freiheitskampf darin, dass letzteres sich nur wegen einer Regierung richtet, während Terrorismus alles und jeden angreifen kann. So zumindest ist die verbreitete Vorstellung, aber das ist absurd, so zitiere ich von da. Die Grenzen zwischen Regierung und Unbeteiligten verwischen gerade in einem Land wie Deutschland, so steht es da, wo eigentlich so gut wie alles Teil der Regierung und damit legitimes Ziel ist, wie beispielsweise auch öffentlich-rechtliche Sendeeinrichtungen, Schulen und andere harmlos klingende Ämter und Behörden. Ja, okay, das gebe ich euch später rein, das lese ich nie alles vor. Eine andere Form der Definition von Terrorismus ist dort aufgeführt, das kann man gerne nachlesen. Flüchtlinge dürfen kostenlos durch Deutschland reisen. Klar, so müssen sie ja mal das Land angucken, wo sie ihr Häuschen und ihr Auto dann bekommen. Ja. Das gebe ich euch gerne auch rein. Das kam bei der Thüringer Allgemeine.de. Unglaublich, oder? Ab nach St. Helena, Merkels verhängnisvolle Politik muss enden. Das war eine Veröffentlichung, die wohl bei Coop Online kam. Ja, aber wie gesagt, nochmal zum Verständnis und bitte lasst euch nicht in die Irre leiten. Es hängt nicht an einer Person, sondern es ist eine... auch diejenigen, die Frau Merkel kritisieren, haben letztendlich denselben Auftrag. Wenn sie den nicht ausführen, werden sie auch beseitigt oder werden sie überlaufen und überrannt. Das ist das ausgesprochene Ziel, die Umsetzung dieser Mittelmeerunion, ob man das jetzt will oder nicht. Das ist das Ziel. Und die Frau Merkel weiß das ganz genau. Und wenn sie diesen Plan nicht umsetzt, dann ist sie sowieso verloren. Und da setzt sie da drauf, dass die das eigene Fußvolk hier, was sich Bürger des Bundes nennen, das kleinere Übel sind. Na, weil das bei dem anderen weiß ich ja, wie das geht. Das hat man ihr schon mal gezeigt oder erklärt. Als man mit ihr so einen kleinen Rundflug gemacht hat, wo angeblich die Maschine nicht in Ordnung war. Oder? Ja, also insofern denke ich mal, ist es ja denkbar, dass also sie also weiß, dass sie Sachen erleben wird, die sie nicht erleben möchte, bis das eigene Fußvolk da, auch sogar die aus der eigenen Partei, die wissen ja auch, dass sie nicht wirklich was dagegen machen können. Ne? Die können zwar so ein paar Doofe, die sagen dann, ja, die es noch nicht so richtig verstanden haben, nicht richtig mitgekriegt haben. Aber die sitzen alle da in dem Boot mit drin und wenn sie da nicht mitschwimmen, nicht mitfahren, ob sie das wollen oder nicht, sind sie erledigt. Ne? Sind sie ganz einfach erledigt. Und bis das Volk das mitkriegt, das Volk, also das Fußvolk, also wie auch immer, Personal, da wirklich was unternimmt, da hoffen sie, dass sie bis dahin schon dann in die südlichen Teile der Mittelmeerunion fliehen konnten. Ne? Israel zum Beispiel. Ja, die Maschinen sind ja immer getankt, laufen immer und es gibt dann noch die ja, man muss es einfach so sagen, weil das ist ja Kissinger Latein, was ich jetzt sage, die blöden Tiere, bewaffnete Uniformierten, die helfen ja noch dabei, ne? Ohne dass sie mitfliegen dürfen. Gut, ja, also das gebe ich euch trotzdem mal weiter. Gerne noch hinten dann in die Linkliste rein. Ja, was ist das? Skandal. Journalistengewerkschaft fordert GEZ für Printtitel. Ja, diese Matrix-Geschichten lese ich nie weiter vor. Das könnt ihr da irgendwo anders lesen. Aber hier, ich gebe die Links später rein. Ne? Da könnt ihr gerne da das alles nachlesen. Linker sticht Tygida-Teilnehmer nieder. Der vermeintliche Kampf gegen rechts hat gestern eine neue gewaltvolle Stufe erreicht. Das kam wo? Schau ich mal. infidels-deutschland.de ist der Link zur Veröffentlichung, die auf der Tygida im Sommer da wurde gestern ein Demo-Teilnehmer von einem Linksextremisten mit einem Messer niedergestochen. Der Täter hat im Vorfeld Nazis rausgekreischt. Es handelt sich also eindeutig um eine politisch motivierte Tat. Zum Glück konnte der Täter gefasst werden. Nun ist also passiert, was wir schon seit längerem befürchtet haben. Gut, das ist der Anfang. Wenn das Volk, das Personalvolk nicht mitzieht, dann werden eben solche Sachen gemacht, ne? Wenn es nicht ausreicht. Ne? Dann falsche Flagge. Mehr oder weniger, weil Nazis sind ja diejenigen, die, so würde ich das mal definieren, ist ja so ein Jargon, ne, der nicht wirklich erklärt ist. Aber ich würde sagen, also es gibt verschiedene Deutungen des Begriffs Nazis, aber ich würde sagen, es ist gemeint als moderner Nationalsozialist, ne? Also die verbotene Partei, die unter Adolf Hitler an der Macht war. Ja. Dann kam bei Journalistenwatch, der Islam übernimmt Europa. Auch hier bitte, lass uns nicht den Wald wieder vergessen vor lauter Bäumen. Das Problem ist nicht die Religion. Also ob du Christ bist, Jude, Mohammedaner oder Muslimen oder was auch immer oder irgendeine andere Religion, sondern das Ziel ist, ein Mischmasch-Volk hier in die sogenannte Mittelmeerunion hineinzupressen, was sich nicht mehr wehren kann später, was zu Dumpingpreisen jede Arbeit annimmt, die nur irgendwie ihnen aufgedrückt wird, die sich also auch nicht mehr wehren können, weil sie gar keine Wurzeln mehr da haben. Das ist das Ziel und letztendlich ist das auch nur ein Zwischenschritt, sondern es soll die neue Weltordnung geben mit nur noch 10% der Leute, die heute da sind und die in dem ständigen Joch der Versklavung hängen werden, in unglaublichen Umständen leben müssen. Dann irgendwann, wenn es geschafft ist. Wenn wir es zulassen. Wir haben es in der Hand. Wir können Nein sagen. Wir können sagen, das wollen wir nicht. Ja, dann, wenn das viele tun, ist es für die unsäglich schwer, das zu machen. Vor allem, wenn die bewaffneten Uniformierten nicht mitmachen. Aber sieht nicht so aus, als wenn die überhaupt erkannt hätten, dass, was das bedeutet. Ne? Hm? Gut. Ja, dann kommt was hier. Der Kreis Neuwied, ja, das ist jetzt auch eine regionale Geschichte und das ist auch gut so, damit die Leute vor Ort jetzt auch mitkriegen, um was es bei der neuen Weltordnung geht. Hier kam eine Veröffentlichung bei general-anzeiger-bonn.de. Kreis erwartet 70 minderjährige Flüchtlinge, Gastfamilien helfen, junge Flüchtlinge. Mhm. Das Kreisjugendamt Neuwied sucht dringend Gastfamilien für rund 70 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die in den kommenden Wochen im Kreis Neuwied erwartet werden. Die Flüchtlinge stammen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, sind vorwiegend männlich und meistens zwischen 14 und 18 Jahren alt. Gut, ich gebe euch den Link später rein. Ja, Deutschland droht Hoffnungslosigkeit und Instabilität. Kam hier eine Veröffentlichung bei brd-schwindel.org mit einem Link zu RT. Auch das ist letztendlich Augenwischerei. Es geht gar nicht um Deutschland. Es geht um die Mittelmeerunion. Habt ihr davon irgendwas gelesen bei RT? Dass die das mal so darstellen? Hm? Ich hatte vorhin was bei pravda-tv vorgelesen, die haben das schon thematisiert, aber oder habt ihr das bei Kompakt schon gelesen? Oder hat KenFM euch das erzählt? Oder schon? Oder noch nicht so? Hm? Gut. Also ihr könnt immer nachfragen. Vielleicht haben sie es einfach nur übersehen bis jetzt. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, durch unsere Veröffentlichung heute ein wenig darauf da nochmal darauf hinzuweisen. So, was ist das hier? IG Mühlhausen will Sicherheit. Das kam bei asylfree.wordpress.com. Wo einst deutsche Soldaten einen Ausbildungsplatz fanden, wohnen jetzt bald Asylanten, steht da. Aber in dem Land ist doch Krieg und wir müssen helfen. Uns geht es doch gut, werden jetzt einige verblendet denken. Das Wichtigste ist, dass wir eine geschlossene Gruppe sind, fernab von internen Streitigkeiten, die zum Zerfall führen. Das übergeordnete Ziel muss im Vordergrund stehen, nämlich den gewollt herbeigeführten Niedergang unserer Stadt und unseres Landes zu stoppen. Es darf nicht toleriert werden, dass man uns öffentlich als in Anführungszeichen Nazi etc. denunziert und Politiker das eigene Volk als in Anführungszeichen Pack beschimpfen, während Wirtschaftsflüchtlinge und Integrationsunwilligen der Arsch bis zum Stehkragen mit unseren Steuergeldern gefüllt wird und das eigene Volk, also wir alle, Tag für Tag näher auf einen Abgrund der Entfremdung im eigenen Land zusteuern. Ja, das ist auch umfangreich, auch nochmal Darstellung der Situation. Ich kann es gerne da in die Anlage bringen, dann könnt ihr euch das anschauen. Ja, was haben wir da? Ja, da gibt es einen Fulford-Artikel. Was war das? Das kam hier bei ein Link zu jimdo.com, Neues Wissen Fulford vom 2. November 2015, eine Übersetzung des Originaltextes von Benjamin Fulford. Geheimverhandlungen auf höchster Ebene werden fortgesetzt, während das Militär des Schurkenstaates Israel unter Luft- und Seeblockade gehalten wird. Tja, ob das auch alles so ist, aber das müsst ihr euch selber ein Bild davon machen. Ich gebe gerne den Link später damit rein. Bin da immer sehr skeptisch, vorsichtig, frage mich immer. Es mag ja schon sein, dass das eine oder andere hinter den Kulissen passiert, was wir nicht so ahnen und wissen. Aber ja, was willst du machen? So, hier kam eine Leserzuschrift bei hartgeld.com, wurde mir zugesandt, Gefahr von TBC und Terrorismus in Oerbke, Niedersachsen, was uns die gleich geschalteten Medien verschweigen. Erstens, heute in einem Supermarkt in Walsrode haben die eine Frage, haben Sie noch keine bunten Facharbeiter? Nun kommt's. Der Sohn der Dame ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und die wurde per Feueralarm alarmiert und durfte dann im Lager Oerbke für Musel- und Asylleger alles schön einräumen. Die Jungs haben so einen Hals. Steht hier. Zweitens, es sind im Lager Oerbeck bei Bad Fallingbostel Fälle von offener TBC aufgetreten. Tuberkulose ist das. Höchst ansteckend. Im Lager Oerbke hat ein Einsatzkommando einen IS-Terroristen festgenommen. Viertens, für das Lager Oerbke sucht man im Internet Reinigungskräfte. Leider sind alle Musel- und Asylneger ohne Hände zu uns gekommen. So steht's da. Das alles an die Bevölkerung geht, verhindert der Konsens der Verbrecher. Merkel muss weg, aber das reicht nicht. Es muss die ganze EU weg, es müssen die ganzen NWOler weg, denn sonst wird nur da eine gegen den anderen ausgetauscht. So, was haben wir hier? Ein neues Asylgesetz in der Schweiz. Okay, das ist aber sehr umfangreich. Das kann ich jetzt in der Sendung nicht durchlesen. Das muss man jetzt erstmal durchlesen. Gut. Hier, da kam eine Telekom-Umfrage. Hier, das ist mir zugeschickt. Das wurde veröffentlicht bei terahertz.wordpress.com. Die gefälschte Volksmeinung zur Flüchtlingsfrage. Die Zuschrift, ich hatte vor Lachen Tränen in den Augen. Die besagte Frage lautete, 50% der Deutschen wollen, dass wir mehr Flüchtlinge aufnehmen. Gehören Sie zu den 50%? Die Antwort im ungefähren 90% nein. Ein paar Prozent hat keine Meinung, die restlichen Prozentchen gehören zu den 50%. Manipulation ohne Ende. Ich denke, dass dieses Ergebnis schon repräsentativ ist. Ja, Manipulation. Ne? Ja, dann auch hier in Schweden, wo wir ja auch schon vieles mitbekommen haben. Schweden zeigt uns, was auf Deutschland zukommen wird. Ist hier eine Zuschrift, wo ich aber den Link noch nicht so schnell gefunden habe. Das kamen hier Leute von Michael Mannheimer, glaube ich. Schweden, keine Wohnung, keine Jobs, kein Einkauf ohne Schusswaffe. Ja, das haben wir auch gehört. Österreich ist auch schon ausverkauft in diesen Waffen, die also dort gekauft werden können. Vermutlich wird also hier auch der ein oder andere hier sich da so etwas anschaffen und anschaffen wollen. Ne? Gerade Frauen, ne? Die werden ja manchmal von Hunden angegriffen. Da könnte man so ein Pfefferspray bei sich tragen, oder? Ne? Zum Beispiel. So, hallo Detlef. Hier hat der Begriffsdeutungen vorgenommen. Nazi gleich Anti-Zinsknechtschaftler. Nazi not amused of Zinsen. Ja, aus eigenen Deutungen des Begriffs. Ja, was ist das? Da kam was bei netzfrauen.org. Netzfrauen von einer Jugendamtsmitarbeiterin auf Unterlassung verklagt. Nun ist es soweit, wir Netzfrauen müssen das erste Mal vor Gericht. Wir wurden auf Unterlassung verklagt, nicht von einem Konzern, sondern von einer Jugendamtsmitarbeiterin des Jugendamtes München. Für uns stößt dieser Fall auf Unverständnis, zumal wir für den 23. November 2015 von der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig eingeladen wurden, die sich für unser Engagement gegen die Gewalt an Frauen bedanken möchte. Wir Netzfrauen arbeiten mit vielen Organisationen zusammen, unter anderem auch mit Ines Laufer, Taskforce und so weiter, Genitalverstümmelung und was, die sind ja immer sehr aktiv da. Ja, ich lese das nicht alles vor. Jo, gut. So ist das halt. Ne? Aber auch die Netzfrauen sind vermutlich noch nicht darauf gekommen, dass sie es nicht mit einem Staat zu tun haben, bei dem Bund. Die schwimmen noch so ein bisschen im System und meinen, sie können dort was erreichen. Ja, vielleicht. Aber wo es sinnvoll ist, kann man es ja auch mal versuchen. Es ist auch zum Beispiel ganz interessant, und das beinhaltet jetzt auch immer meine diversen Presseanfragen, zum Beispiel an Gerichte und so weiter und Staatsanwaltschaften und solche Leutchen. Denn, ich lese euch das mal kurz vor, was ich da geschickt habe, gell? Weil, ja, muss man ja auch mal sagen, oder? Dass nämlich hier Folgendes gemacht wurde. Es gibt also einen neuen Urteilsspruch hier seitens der sogenannten Bundesverfassungsgericht in der BRD, Bund. Ja, und da ist es nämlich so, dass man inzwischen eben auch sich die Originalbeschlüsse und Urteile kopieren lassen kann als Pressemedium und sich das dann zuschicken lassen kann. Da gab es eine höchstrichterliche Rechtsprechung, veröffentlicht war das hier bei der FAZ beispielsweise, aber auch von der Bundesverfassungsgericht Pressestelle selbst. Aber ich gebe den Link auch nochmal unten rein, was wichtig. Die Justiz, so stand es da, muss ihre Urteile herausrücken. Das Bundesverfassungsgericht hat eine epochale Entscheidung gefällt. Gerichte müssen Entscheidungen Journalisten zugänglich machen. Bislang läuft die Presse den Richtern hinterher. Das kam am 29.10. Das Bundesverfassungsgericht stärkt die Presse in ihrem Anspruch auf die Übermittlung gerichtlicher Entscheidungen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung statuiert Karlsruhe damit erstmals eine Rechtspflicht zur Publikation veröffentlichungswürdiger Gerichtsentscheidungen. Damit folgt Karlsruhe der pressefreundlichen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und geht sogar noch darüber hinaus. Denn die geforderte Veröffentlichungspflicht erstreckt sich nicht nur auf rechtskräftige Entscheidungen, sondern greift schon vor Rechtskraft. Und da gibt es ein entsprechendes Aktenzeichen. Seit Monaten war zwischen Medien und Gerichten über Urteilsveröffentlichungen gestritten worden, etwa im Fall des früheren Fußballmanagers Uli Hoeneß. Ja. Ungehinderter Zugang für die Presse. Ja, das ist gut. Ne? Das fand ich also jetzt mal ganz sinnvoll. Schreibe ich da immer drunter. Inzwischen, indem ich sage, hier ist der, also wenn ich zum Beispiel anfordere, ne, bitte schicken Sie mir das zu. Ne? Hier beispielsweise hier bei der Frau Jasna Mehl, da wird ja behauptet, über die hatte ich ja berichtet, ne? Das war dieser versuchte Totschlag von durch einen bewaffneten Uniformierten, und da wurde ja von dem behauptet, es gäbe ein Fahrverbot. Und da habe ich da jetzt nochmal eine Presseanfrage geschickt, nämlich an den Herrn Dietmar Ernst, der ist hier von der Polizeipressestelle, wo ich gesagt habe, am 21.10.2015 wurde Frau Jasna Mehl von 2 Personen aus ihrem Hause in Schopfheim angehalten, dann gewaltsam aus ihrem Auto durch das Fahrerfenster ihres Fahrzeuges durch den Mitarbeiter Herrn Adrian Schlenger gewaltsam herausgezogen, dann in Handschellen gelegt und in eine ungeheizte Arrestzelle in ihrem Revier in Schopfheim verbracht. Dabei erlitt sie Verletzungen und hat wohl auch Strafanträge wegen versuchtem Totschlag über ihren Anwalt gestellt. Nun hat Herr Adrian Schlenger in seinem Bericht angegeben, dass es sich um ein angebliches Fahrverbot handeln soll, aufgrund dessen Frau Mehl so behandelt wurde. Frau Mehl selbst liegen keine Informationen bzw. ein Beschluss oder ein Urteil dazu vor. Auch gibt es offenbar weder Haftbefehl noch Durchsuchungsbefehl. Ihr Fahrzeug wurde aber von mehreren Personen ihres Hauses offenbar durchsucht. Daher möchten wir Sie bitten, uns die dazu vorliegenden Dokumente in Kopie zur Verfügung zu stellen, entweder als Papierkopie an untenstehende Postadresse zu senden oder eingesendet via E-Mail. Auch möchten wir in Erfahrung bringen, wer die Richterin Frau Häusermann ist, auf die sich Herr Schlenger im Bericht bezieht und an welchem Gericht diese tätig sein soll. Erste Recherchen haben dazu nichts erbracht. Kann man auch alles nachprüfen. beispielsweise bei den sogenannten Gerichten hier in der Brit-Bund-Organisation. Es gibt einen sogenannten Geschäftsverteilungsplan, der meist unrechtgemäß nur im Internet veröffentlicht ist, ohne Originalunterschrift und so. Aber gut. Oder ist nicht zu finden. So, gemäß höchstrichterlicher Entscheidung, jetzt kommt's, des Bundesverfassungsgerichtshofs hat die Presse ein entsprechendes Recht auf Einsicht, Veröffentlichung dieser Informationen, zumal es hier um einen Fall der Zurückweisung durch den Inhaftierten geht, dieser in der Öffentlichkeit steht und eine Veröffentlichung dieser Umstände zugestimmt hat. Nachfragen bei Frau Jasna Mehl besagen, dass dieser keine solchen Urteile, Beschlüsse vorliegen, ebenso wenig ein vom Richter unterzeichneter Haftbefehl oder Durchsuchungsbefehl. Daher bitten wir die Zusendung dieser Kopien entweder als Papierkopien via Post oder eben via E-Mail bis in dem Fall hier 9.11. nächste Woche. Schauen wir mal, ob die was zu senden. Kann ich darüber berichten, hier eintreffen, da wir zeitnah darüber berichten möchten. Hier ist der Link zur höchstrichterlichen Entscheidung, falls Sie davon keine Kenntnis haben sollten, was wir nicht annehmen. Dann den FAZ-Artikel und natürlich den direkten Link zum Bundesverfassungsgericht. Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihre Kooperation. Also an alle Presseleute, die hier auch zuhören, auch an die, die für und mit Wake News zusammenarbeiten, das könnt ihr dann auch damit hineinnehmen. Ja? Wer da Fragen hat, kann sich gerne nochmal an uns, an mich wenden. Ja, jetzt ist schon jede Menge hier vorgelesen worden. Ihr könnt aber noch was reinsenden. Wir haben noch ein paar Minütchen hier in der heutigen Sendung. Ansonsten auch noch mal schnell ein paar Infos zwischendurch, die auch noch vielleicht interessant sind. Nämlich, auch immer mal bei Planet X News reinschauen, hat das Weiße Haus bekannt gegeben, dass sie sich auf einen sogenannten EMP, also einen elektromagnetischen Impuls durch eine Sonneneruption, eine gefährliche Sonneneruption vorbereiten würden. Ja, und so könnte es natürlich sein, dass das nichts bedeutet, aber hier steht das eben, das kam bei Fox News, gut, Matrix-Medien. The White House is preparing for catastrophic solar flares. Und es ist auch bekannt, dass sich wieder ein relativ riesen Sonnenflecken Komplex hier sich der Erde zugewandt nähert. Wenn das da was passiert, da was rauskommt, kann es schon ordentlich dampfen hier nachher auf der Erde auch. Gell? Wie gesagt, die Folgen eben einer solchen EMP, eines elektromagnetischen Impulses größerer Ordnung, kann dazu führen, dass eben hier nichts mehr funktioniert. Dass die Elektronik ausfällt, die Elektrik ausfällt, da geht dann ja nichts mehr. Auch die Kommunikation geht da nicht mehr. Da gibt es kein Internet, da gibt es kein Telefon, da gibt es kein Handy, kein iPhone, hat solche Sachen. Wahrscheinlich kann man sich dann auch nicht mehr fortbewegen, es sei denn, man hat einen Drahtesel oder einen echten Esel mit hinten mit so einem kleinen Wagen, den man hinter sich herzieht, dann dabei, oder man geht per Pedes, also zu Fuß. Das ist nur nochmal so am Rande. Wir haben schon darüber gesprochen in vergangenen Zeiten, dass wir natürlich auch mit sowas rechnen können, ob das von der Sonne kommt oder ob es durch einen Bombeneinschlag, sind es ja auch immer am Herummachen. Zum Beispiel da jetzt im Jemen. Der Jemen, der wurde ja getroffen von einem Sturm, der also auch gewaltig war, wenn ihr euch daran erinnert, wenn ihr es verfolgt habt. Weiß nicht, also das habe ich jetzt hier zum Beispiel veröffentlicht bei Weltkrieg 3, da könnt ihr auch mal reinschauen zwischendurch. Weltkrieg 3 Updates, auch der Link ist immer gleich zu finden, jetzt vorne. Ja, nämlich, dass dieser Zyklon Chapala auf den Jemen mit ca. 200 Stundenkilometern offenbar gelenkt wurde. Wir wissen ja, dass das Regime, was von den Bankstern kontrolliert wird, in der Lage ist, überall solche künstlichen Stürme entweder zu verstärken entweder zu erzeugen oder eben natürliche Stürme umzulenken, zu verstärken, die Richtung und so weiter zu verändern. Und wir wissen, es geht immer um Öl und Macht und Einfluss dabei und um Bestrafung von irgendwelchen Leuten, die nicht so mitziehen. Und wir wissen ja, Saudi-Arabien ist im Fokus im Moment und zwischen den Grenzen Saudi-Arabien und Jemen befinden sich riesengroße Ölfelder und deswegen ist bitte auch ständig gebombt und hingeflogen von, da geht es also nicht darum, ob da ein paar ISIS-Leutchen rumflitzen, sondern da geht es immer nur um Machtinteressen geopolitischer Natur, Ressourcen, Öl und so, was auch immer, ne? Wissen wir ja, komm. Ja, und derweil, während die Russen also da überall in Syrien ein bisschen bombardieren, fliegt das US-Regime ja sowieso die eigenen CIA-Leute da raus, die da die Stützpunkte bis jetzt dort aufgebaut und verwaltet haben. Also, das ist dann hin und her Fliegen des Personals dann auch noch damit da involviert. Aber davon weiß der Gutmensch hier bei uns recht wenig. Ne? Aber vielleicht schauen wir der andere mal rein bei uns und häufig findet man die Informationen ja dann sogar auch auf Deutsch oder wenn man hier mal zuhört beim Detlef hier, dann der übersetzt das auch mal hin und wieder, aber gibt es inhaltlich zumindest wieder, gell, was so im Englischen alles herumfleucht. Ne? Ja, oder? Es ist schon lustig, Leutchen, was da alles so abgeht. Und die Leute, die denken immer noch, der Bund sei ein Staat. Weil Staat draufsteht, muss es ein Staat sein. Ah, ist das herrlich. Ja, das System ist aber ganz schön in Aufruhr, weil jetzt doch der eine oder andere aufwacht und das in Frage stellt und überall und was weiß ich und das alles da irgendwie nicht mehr so und ja, ist auch gut so. Wir müssen zu sehen, dass wir eben diese Leutchen entblößen können, oder? Ja. Jetzt schauen wir nochmal, ob ich da irgendetwas noch hier geöffnet habe, was ich noch freinehmen wollte. Sekunde. Haben wir noch was? Das habe ich auch schon. Gut. Naja, also schauen wir nochmal, ob hier was von euch kommt. Auswandern ins Schlaraffenland. Eine Satire. Ja, das ist der Ausweg aus der Flüchtlingskrise ab ins Schlaraffenland, gelesen bei Arti. Ja, die verarmen uns auch ein bisschen. Neu entdeckter Komet enthält Alkohol und Zucker. Wissenschaftler haben auf einem erdnahen Kometen Verbindungen von Alkohol und Zucker entdeckt. Auch Wasser wurde schon auf Kometen entdeckt. Es wird vermutet, dass die Grundbestandteile des Lebens durch den Einschlag solcher Kometen auf die Erde kamen. Im Netz sorgt der Alkohol- und Zuckerkomet für Begeisterung. Ja, klar, alles kommt von oben, ne? Oder? Logisch. Ja, auch das ist, man muss das alles ein bisschen mit dem lustigen Auge sehen, ne? Wenn man das alles mal durchblickt hat und erkannt hat, Leutchen, dann ist das alles ganz einfach, dann kann man drüber lachen. Ja, da muss man nicht mehr alles sich zu Herzen nehmen und dann sich selbst zerfressen und was weiß ich. Natürlich ist das nicht einfach, weil man immer auch so viele negative Informationen verarbeiten muss oder sich dann auch gleich beängstigt fühlt in seiner Lebensexistenz. Aber es geht ja darum, diese Situation zu erleben, sonst wärst du nicht hier. Wenn du leben solltest, um irgendwo Halligalli zu machen die ganze Zeit und nur Friede, Freude, Eierkuchen zu haben, dann wärst du auf diesem Alkohol- und Zuckerplaneten oder Kometen, aber nicht hier. Ja? Hier gibt's das zwar auch, aber überwiegend kommst du gar nicht dazu, das so zu genießen. Es sei denn, man findet einen Weg, das alles zu relativieren. Und eben, ja gut, Alkohol, also muss ja auch nicht sein. Also ich trinke schon seit ewigen Zeiten keinen Alkohol mehr. Hin und wieder mal ein Gläschen Wein, aber ganz selten. Ganz, ganz selten. Schmeckt mir gar nicht mehr. Komisch, ne? Ja, mit dem Zucker, so eine Sache. Das ist ja eine Seuche, die ist schwer auszumerzen. Ne? Also, ich bin auch nicht perfekt, gell? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also sowas, ne? Und gut, also wenn wir es schaffen zu erkennen, dass wir uns hier in einer ja extra für uns so gestalteten Erde und Welt befinden, ja, muss man eben einfach mal so ein bisschen darüber nachdenken und das für sich bearbeiten. Ne? Weil wir sind hier offenbar als Energie unendlich und ewig am Gange. Nur wechseln wir die Form. Ja, das nächste Mal sind wir in einer anderen Situation. Es ist wie ein interessanter Spielfilm, wie ein interessantes Computerspiel, wesentlich komplexer natürlich als das, was die Software-Leute bis jetzt zustande gebracht haben für euch zum Spielen auf dem Computer oder im Netz. Ja, vor allem, wenn ihr das nicht mehr spielen könnt durch den EMP, wenn das ausgefallen ist. Oder? Ja, da müssen wir wieder zurück zur Kurbel. Ja, also alles das ist möglich. Oder den Strom selber machen. Über eine Art und Weise, ja, gibt es auch findige Ideen. Da wurde ich auch mal darauf angesprochen, um es mal zu erwähnen, mit dem Keshe. Keshe, die Keshe-Stiftung, der Herr Keshe ist ja aus dem Iran, ein Tüftler, der also da mit Plasmaenergie hervorragende Dinge offenbar erzeugen kann. Und er hat inzwischen ja seine ganzen Erkenntnisse, nachdem die Regierungen das nicht wissen wollten, hat denen das natürlich präferiert erstmal alles vorgestellt, aber die geben sowas ja nicht weiter an das dumme Volk, Fußvolk, Personal. Kann nichts drauf verdienen. Ja, aber der hat es jetzt eben angefangen, das an die Bevölkerung zu verteilen. Bislang gibt es natürlich das alles nur auf Englisch und es ist erst so langsam im Kommen, dass ich habe es auch noch nicht weiter bearbeitet und veröffentlicht, weil ich auch erstmal die Zeit finden muss, mir das alles anzuschauen, weil er macht das sehr detailliert, er zeigt da jeden einzelnen Schritt, wie das geht und wie man dann die Spulen zusammenbauen muss, wie das geht und alles das. Und ich habe mal so ein oder zwei Videos kurz angeschaut, aber das wird jetzt irgendwann sicher in den nächsten paar Wochen, vielleicht sogar mal mit deutschen Untertiteln oder so veröffentlicht werden. Da sitzen schon eine Menge Leute dran, die sich dafür interessieren. Ja, wenn wir dann selber in der Lage sind, unser kleines eigenes Kraftwerk zu bauen, sind wir vielleicht ein bisschen EMP-sicherer, oder? Vielleicht hat das Weiße Haus davor auch Angst und hat den Keshe angerufen und sagt, kann ich mal auch mal mit Plasma-Ding hier selber machen? Ja, damit der Atompilz da oben nicht mehr so nötig ist, wer weiß. Gut, ein bisschen Spaß muss sein. Ja, und wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Das ist halt so. Ne? Mehr als 2 Stunden, für viele ist das schon viel zu viel. Ne? Können sie sich das gar nicht antun. Ne? Sollen sie auch nicht. Ne? Der sich das nicht antun will oder der sich darüber beklagt, sollte meine Sendung nicht schauen und nicht hören. Deshalb freue ich mich, dass ihr mir zuhört und mir zuschaut und danke euch dafür. Und wir sind jetzt hier am Ende der Sendung angelangt und werden zum Ende der Sendung hier im Ausland hören. Von Concept of Drowning, You Are Not My Leader. Ja, und wenn ich dann umspule auf die Wiederholung der heutigen Sendung, von CK West, Aldebaran, und dann noch von DJing, ein Lied gesungen, Johnny zu Hause ist dein Glück. Ja, und nicht vergessen, uns ein bisschen unterstützen. Wir brauchen auch noch eure Hilfe hier für unsere Projektchen und für unsere Sendung, für alles das, was wir machen wollen und können. Da bitte unterstützt uns mit Schuldgeld, wenn ihr wollt. Sticker könnt ihr bestellen für die Bekanntmachung unserer Medien und natürlich auch Textilien vom Laufteufel. Es wird jetzt langsam etwas kühler. Das sind die Bomberjackenklasse. Ja, habe ich auch mal, wenn es hier etwas kühler wird. Ne? Und so weiter. Könnt ihr alles anschauen. laufteufel.de, direkt dort bestellen bitte. Und wir danken euch für eure Geduld und euer Mitmachen. Und bitte bereitet euch vor. Hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV, nächste Sendung kommenden Donnerstag. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.